Was? Die brauchen trotzdem noch länger. And kick your butt. Der hat aber viel zu treten. Not there, there's many dangers in my lair. Harry Klungo, push that switch. I'm tired of being an ugly witch. Guck mal, er müsste jetzt nur einen Knopf drücken. Soon be ready. Guck mal, es ist schon alles bereit, aber irgendwie haben wir noch tausende Jahre an Zeit, bis wir sie retten können. Sobald wir aber das Spiel beenden... Tja, dann ist er tot. Na, tot nicht, aber... Doch, sie ist tot, oder sie ist halt hässlich. Ja, genau. Sie ist hässlich und sie ist stolz, sie ist hässlich und da ist ein böser Teil. Genau, das sind die wichtigsten Teile, um die dreht es sich im Endeffekt. Und die haben die noch so... Irgendwie so ganz hoch. Die müssen wir holen, um an neue Welten freizuschalten. Wieso eigentlich Puzzleteile? Weil du damit die noch nicht entpuzzelten Welten freischalten kannst. Was anderes denn? Warum sind die Welten gepuzzelt? Jupp. Hier. Und ihr seht das jetzt, also wir kommen hier noch nicht rein. Und zwar deswegen nicht, weil wir hier das Puzzleteil einsetzen müssen. Wir können uns jetzt erstmal anhören, wie das geht. Du musst alles. Vor allem, da steht Weltrand statt. Menschen. World? Oh, Welt. Okay, das glaube ich. Los, Jigsaw. Ich glaube, ich weiß, warum das jetzt zum Bärenvogel wurde. Warum? So verfuckt wie die Welt, die es wird, also bestimmt drum. Ja. Ich glaube. Mammus Mount. Ah! Ach, das war doch Skeletti. Ja, und wir pausieren jetzt mal ganz schnell. Und sind gleich wieder für euch da. Da sind wir wieder für euch. Ja. Und ja, ich zumindest. Und ich bin geistig in meinem Bett. Genau. Und ja, wie sieht's aus? Wir hoffen jetzt mal, dass wir das Ruckeln wegbekommen haben. Mhm. Und betreten nochmal unseren ersten Level. Machen wir uns warten. Oh. So. So. Wir sind in dieser Welt. Was können wir hier denn alles abräumen? Drei neue Moves bekommen wir hier. 10 Puzzleteile und 100 Noten. Ihr seht es jetzt hier. Passt mal auf, wir gehen mal auf View Totals. Wir sind in dieser Welt, also 100 Noten können wir finden. Die Noten werden wir euch noch bei Gelegenheit erklären, wozu die hier zu gebrauchen sind. Ich hab's vergessen. 2 Honigwaben und 10 Puzzleteile. Macht nichts, ich erklär's, weil das ist so, also bald. Weil Edge. Das kommt nämlich bald. Edge. Und ja, fangen wir doch mal an. Ich habe wirklich vergessen, was die Noten machen. Okay, ich erkläre es mal so, wir können Türen damit öffnen, um weiterzukommen überhaupt. Ah, okay. So, wir haben einen Jinjo befreit. Was macht denn jetzt dieser Jinjo? Ganz einfach. Haben wir alle 5 Jinjos? Jinjo. Gibt es ein Puzzleteil? Jinjo. Und deswegen... Jinjo. Gehen wir mal los hier. Wichtig, wir können noch nicht da oben hin. Aus dem einfachen Grund, weil wir noch nicht einen speziellen Move gelernt haben. Was für ein... Den lernen wir noch. Ach so, ich hab das, das aber das andere. I know, don't know, handle on. Ich will to us collect us to open the note. Doors of fucking Ich empfehle euch, wirklich, nehmt euch die Zeit und sammelt bei einem Run, sag ich mal, durch eine Welt wirklich alle Noten gleich ein. Es lohnt sich, es kostet viel Zeit, natürlich. Mhm. Es braucht sehr lange manchmal bei manchen Levels. Aber ihr tut euch echt einen Gefallen, weil wenn ihr jetzt aber mal mit 50 Noten einsammelt, dann ist nicht so, wie ihr jetzt glauben könntet, ja, okay, gut, aber dann sind die ja wieder weg. Dann sind die ja, bleiben die ja. Ne. Überhaupt nicht. Die sind dann verliert weg und ihr dürft quasi alle, ihr habt dann 50, die habt ihr, aber ihr müsst alle 100 nochmal sammeln, um mehr zu bekommen, um alle 100 zu bekommen und das ist nicht gut. So, Konga. Guck mal. Konga wirft noch unsere Orangen. Das müssen wir machen, wir müssen uns auf die Felder stellen und ausweichen. Weiter, weiter, weiter. Konga hat ein rotes T-Shirt und Schuhe. Alter. Wieso das denn? Donkey Kong Reference abgehört. Guck, und jetzt dort haben wir ihn in diesem Spielchen besiegt. Das heißt, Puzzleteil ist unser. You must search for the one I need to find. You have a progress on the left. Fuck you. Also wichtig. Im besten immer ein Level komplett machen. Na, manchmal geht das nicht. Ja gut, ich selber hätte jetzt kein Problem damit, aber im Notfall, also wir sollten... Nee, ich meine meistens Moves. Ja, stimmt. So, und wichtig, wir klauen uns eine Orange. Hey, that Conga's Orange, put it back. Nö, wir geben es hier. Ja, Orange ist auch nicht. Hier, dem, wie heißt der? Chimpy. Chimpy? Ja, ja, dann geben wir jetzt diese Orange. Und was macht das? Nun, er haut ab, er freut sich und wir freuen uns auch. Denn siehst du, was wir da oben bekommen dann noch? Meine Eier! Richtig, wir können Reddys Eier einsammeln und durch dieses Kasui ist auch rot.
Jetzt weiß ich auch warum. Und durch dieses Einsammeln der Eier, die wir jetzt gerade mal einsammeln. So, kannst du auch an der Wand krabbeln. Oder festhalten. Oder lernen wir das so später? Das kommt, glaube ich, erst später, oder? Also hier lernen wir auf jeden Fall einen der besten und wichtigsten Moves im gesamten Spiel. Eier scheißen und Eier schießen. Ja. Genau, und jetzt können wir, hier steht Z und dann C hoch. Dann können wir zum Beispiel ein Ei nach vorne schießen und nach hinten können wir sie auch kacken. Richtig. From behind. Sounds painful. I wish I'd never asked. Wie sieht's, wir können auch 100 Eier tragen. So viele Eier habe ich verloren? Na klar, wenn du nicht aufpasst. Selber schuld. Oh, 50 zum Turnier. Genau. Und wichtig, hier ein Mambo-Token. Wozu brauchen wir die? Dazu später, aber er sagt auch hier, wir können den an Mambo geben und der hilft uns dann natürlich weiter. So, und diese Schalter tun in der Außenwelt, halt mal, ich habe noch keine Stampfattacke, glaube ich, gelernt. Mist. Nö. Ja, die lernen wir hier auch noch. Die habe ich jetzt leider. Gut, das müssen wir uns merken, dann müssen wir halt nochmal. Das sind dann Weltgeheimnisse. Eier scheißen, meinst du? Gut, sammeln wir da ein. Das Ei müsste eigentlich brauner sein. Eigentlich schon, gell? Die hatten echt sauberen Hintern, das muss man hier lassen. So, jetzt kommt's. Jetzt müssen wir gegen Konga antreten. Deswegen, Konga! Wupp. So. Banjo vs. Konga, wer wird gewinnen? Ich. Du gehst jetzt kacken, ich weiß. So, Konga! Weißt du was? Wumm! Tja. Bear beat Konga. Me give prize to Bear. Gut, und damit haben wir unser nächstes Puzzle. Ich meine, hier ist es jetzt auch ziemlich einfach. Also das muss ja, es gibt Levels, die ziemlich scheiße sind. Das ist die Record Bay. Mhm. Oder das dritte da mit dem Wal. Mhm. Oh, ja. Ich hasse jedes Wasserlevel. Auch nur Treasure Trofkopf, diese Strand, das war cool. Ja, aber da bist du nicht auch fast auf dem Wasser. Oder hast du mit Wasser zu tun? Ja, sie errät doch schon recht viel. Ja, schon, aber nicht so übertrieben. Ah, das stimmt. Oh Gott, ja. Also nicht so wie in der Clunkers Cavern zum Beispiel. Was ich aber wiederum in Richtung Wasserlevel mochte, war der Sumpf. Der war irgendwie lustig. Oh, weißt du, was ich lustig fand? Beim Tui. Da kannst du gut werden. Ja, das war bei der Jolly Rogers Lagune, war das, glaube ich, gell? Yep, das hat Stil gehabt, das stimmt. Das hab ich wieder gemacht. So, wir gehen jetzt erstmal was anderes. Wir gehen jetzt erstmal die Stampfattacke am besten lernen. Oh. Stampfattack. Ja, genau, Stampfattack. Davor machen wir aber das hier. Wichtig, wir pausieren kurz. So, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja. Bei den Eiern schießen in den Mäulern von diesen Fetzigen. Irgendwie hört sich sehr pervers an. Den Eier in den Mund schießen. Eier auch reinbaumeln. So ist es ja nicht. Ja gut, aber dann triffst du ja sofort. So, noch wichtig, ein kleiner Trick an der ganzen Geschichte. Wenn ihr nur noch einen übrig habt, ja. Nicht kaputt machen. Den braucht ihr noch. Richtig, denn hier oben ist die erste von zwei Honigwaben. Und jetzt können wir den fertig machen. Und was bekommen wir dafür? Natürlich ein Puzzleteil. Weißt du, was ich mich auch frage? Hm? Was denn? Wieso frisst Kasumi die Puzzleteile? Tja, weil sie wieder auskacken kann. Das ist wieder ein Puzzleteil. Und ein Mambo-Token. So, wichtig, hier ist Mambos Haus. Wir gehen noch nicht rein aus dem einfachen Grund. Es lohnt sich noch nicht, wir brauchen 5 Tokens. Oder? Es waren 5, gell? 5 schwarze. Ja, 5 Tote. Nein, schwarze. Token aus Aufbau? Ja, stimmt, den gab's ja auch noch. I call this the Breakbuster. Ja gut, Breakbuster, komm. Breakbuster? Also X würde jetzt einen Facepalm geben. Epic Facepalm! Und tja, wie sieht's aus? Wir können jetzt hier Häuser kaputt machen. Vor allem der Vogel, eigentlich sollten die Hälse nicht so standhaft sein, ne? Ach, Kazooie können das. Aus diesem Dickschädel. Siehste, schon haben wir es. Und wenn ich da an die Konversation mit Bottles denke. Sie ist ein Deckschädel. Könnte das, glaube ich, sogar hinkommen. Du hast ein Ei vergessen, wie kannst du nur? Ich wollte mir das jetzt echt braten. Das darfst du doch nicht sicher nachbraten. Hey! Das ist nicht mehr dein Zuhause, das ist jetzt platt dein Zuhause. Du zerstörst anderen Leuten oder Dingen die Häuser. Ja, deswegen nimmt mir nie eure Adresse. Ach, da fällt mir nicht weiter, wo du wohnst. Ja.
Ich bin der König der Zerstörung, hast du schon vergessen? Was? König der Zerstörung? Das hat fast nichts unbedingt. Ich weiß, warum das meine biologische Kampfwaffe ist. Vielleicht ein bisschen ja, illegal. Ja, man hat auch gemeint, dass Chuck Norris humano sei als ich. Ja, das hat man mal gemeint. Und dann habe ich ihn mal furzen lassen und dann haben es mir echt alle geglaubt. Aber wenn ich da so an was anderes denke, an deine Schuhe. Ja, wenn ich 3 Tage durcharbeite, von morgens bis abends, natürlich mit kleinen eventuellen Pausen, weil ich glaube, ich das nicht packen werde. Sonst würde ich da meine Schuhe ausziehen wollen. Ja, weißt du noch? Oh, in Japan, mein Güte. Und dann kam irgendwann mal das Erdbeben. Man dachte, das wäre das Schlimme gewesen. Quatsch, der hat seine Schuhe ausgehabt. Ich war halt mal rein zufällig in diesen Scheiß, den Atomreaktor und was auch immer das war. Ich habe meine Schuhe ausgezogen und einen fahren lassen. Eben, und ihr habt ja gesehen, was passiert ist. Man hat es dem Erdbeben in die Schuhe geschoben, aber wir wissen es alle. Er war es. Ich bin schuldig. Ich kann zwar kein Japanisch, aber ich bin schuld. Oh, da, die, da, schuldig. Oh, nein, no, schon. Nein, wie war das? Yay. Oder war das ein japanisches? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, das haben wir bei dem Trailer zu Ace Attorney 5 gesehen. Ja! Yeah. Ach ja, mit Agent Payne. Der kleine Bruder von. Ja, der kleine Bruder von Payne ist Agent Payne. Übrigens, wir haben jetzt hier einen der nützlichsten Moves bekommen. Kazooie trägt Banjo. Jetzt, warum ist das nützlich? Ganz einfach. Weil ihr verdammt schnell seid. Erstens, genau, wir sind schneller und wir können steilere Wände hoch, ohne abzurutschen. Und das ist einer der besten Moves, die es gibt, ganz ehrlich. So, wir haben alles. Sieht gut aus. Jetzt gehen wir hier erstmal alles einsammeln. Ich empfehle euch, macht das gleich. Es ist vielleicht nicht das angenehmste, aber wisst ihr, wenn ihr das jetzt habt, dann ist es gemacht. Dann ist es gemacht und ihr könnt die Noten immer schön einzeln einsammeln. Das passt ja. Und wichtig, geht am besten so von der Höhe aus durch, weil sonst kommt ihr irgendwann durcheinander. Und ey, wir haben alle Gymnos und was bedeutet das? Kazooie hat wieder Hunger und frisst ein metallenes oder goldenes Puzzlestück. Kazooie muss einen starken und großen Magen haben. Vielleicht so ein Kuhmagen. Ein Vogel mit einem Kuhmagen. Warum eigentlich nicht, oder? Eine Vogelkuh. Gibt die auch Milch? Ja. Irgendwie willst du die melken? Jetzt kommt die. Ah, jetzt, das ist so eine Frage mal für den Herrn, den ihr jetzt mal wirklich beantwortet habt. Weil das können sie. Ich kann es ja nicht. Ich habe vergessen, was du gesagt hast. Seht ihr, das ist nur weil er hier am Handy zockt. Beziehungsweise im Facebook ist. Ich bin nicht im Facebook. Ich habe mir ein neues Spiel runtergeladen. Ah, vorher hat sich ein Spiel runtergeladen, das wir jetzt probieren. Seht ihr mal, so viel Interesse hat er an den Fans. Na, deinen Fans. Ich würde sagen, die meisten, die bei mir abonniert sind, haben auch dich abonniert. Oh, das ist cool. Hättest du auch jeden Fall deinen Abonnenten nicht schon? Natürlich, du gehst dahin. Was hat er jetzt für Abonnenten? Den da! Klar. Weißt du, wie stressig das ist? Ich weiß, aber weißt du, so dreimal am Tag reicht auch. Ja. Not Brothers, okay. Naja, reden wir mal noch ein bisschen über Banjo-Kazooie oder ich zumindest ja. Mal. Ich möchte eine Frage beantworten, dass sie, wenn ich dir zugehört habe. Siehst du, hey, deswegen rede ich lieber selber. Oh, super. Nein, auf jeden Fall, was zum Beispiel interessant ist, ist ja, Banjo-Kazooie war ja damals auf dem N64. Ja. War ja ein dritter Teil geplant. Ja. Und ich habe irgendwie auch einen Mambo-Token vergessen. Ist der bei ihm im Haus? Hinterm Haus? War nochmal einer? Guck mal, oder? Sicher? Kann ich ja also gucken in dem Haus. Weil ich glaub nicht. In einem Haus konntest du dahinter gucken. Das wusste ich noch. Ich oder war im Haus? Ich glaube auch im Haus, oder? Ja, dass einer war. Weil jetzt brauchen wir ja eigentlich den Mambo-Token. Sonst kommen wir nicht weiter. Ach, hier gibt's Token. 5 Mambo-Token sind wir bekommen hier nochmal. Oh, jetzt haben wir ihn weg. Me Mambo, best shaman in all game. Can help Banjo in filthy feathered one. What did hut by? Mambo's magic tokens hit by witch. Find tokens and Mambo help you. Banjo not got enough tokens for Mambo magic. Look at sign, bring more.